Promi-Geflüster, eine ganz neue Folge und aus speziellem Anlass. Wir sind heute ein bisschen früher dran als am Freitag. Also meinen Gast, ihr kennt ihn ja, er ist schon wirklich sehr oft bei Promi-Geflüster zu Gast gewesen. Wir begleiten ihn ja immer wieder, wenn er wieder Neuigkeiten zu berichten hat. Und gerade im Jahr 2023 hat er ja wirklich eine Single nach der anderen rausgejagt. Ob Love-Life-Balance oder den Ohrwurm, den man eigentlich vom Sommer wirklich noch im Ohr hat, Uso, was trinkst denn du so? Also wenn man den hört, also mir ging es zumindest so, den kriegt man nicht mehr raus. Und jetzt natürlich, vielleicht verfolgt das ja auf RTL, der runde Tisch, also das ist ein Teil dieser Serie oder dieser Folge, Staffel vielmehr, genau, 6 Folgen sind es ja, glaube ich, und da geht es wirklich sehr mystisch zu. Und ob er mir heute wirklich komplett die Wahrheit erzählt oder ob er vielleicht lügt, wer weiß. Ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen, Vincent Groß. Hallo, vielen Dank für das Intro. Ja, wie sieht's denn aus? Erzählst du heute die Wahrheit? Das kommt darauf an, ob ich dir vertrauen kann. Okay, ja, also ich meine, jetzt kennen wir uns schon so lange, also von daher, ne? Aber ja, man soll ja niemandem vertrauen, so richtig. Mit dabei, das stimmt. Das stimmt, genau. Ja, also das Märchenschloss der Lügen, das ist deine aktuelle Single, natürlich passend zu der aktuellen Staffel bei RTL, also das ist die erste eigentlich. Ich glaube, da wird es hoffentlich dann auch eine Fortsetzung geben, oder? Wie schaut es aus? Das weiß ich noch nicht, aber es sieht eigentlich sehr gut aus. Gute Einschaltquoten, sehr viele verfolgen es auch über den Streamingdienst von RTL so. Also auch vom Feedback her, was ich bisher mitbekommen habe, bin ich wahnsinnig überwältigt und froh, was da alles kommt. Ja, wie kam es denn zu dem Song eigentlich? Wie ist die Idee entstanden? Hat er die schon ein bisschen länger oder wie? Das Märchenschloss der Lügen ist eigentlich mit der Aufzeichnung der Verräter entstanden. Wir haben das ganze Jahr im Mai in einem wunderschönen Gruselschloss in Frankreich aufgenommen, gedreht im Burgund. Aha. Und da habe ich Tagebuch geführt, weil die Serie jetzt vielleicht noch nicht geguckt haben, dringende Empfehlung, ist wirklich wahnsinnig spannend und interessant. Wir waren ja alle isoliert in diesem einen Schloss und es ging darum, dass wir untereinander wie bei Werwolf ein bisschen so die Verräter rausfinden, rauswählen. Und natürlich keine Ahnung hatten, ob sie das wirklich sind, ob wir falsche Verdächtigen. Und das war eine sehr intensive Zeit, gerade auch Handy war eingezogen oder mussten wir abgeben. Von dem her war da wo ich das Herz ausgeschüttet habe, nicht mein Bruder, meine Freunde, meine Familie, sondern mein Tagebuch. Und die inneren Konflikte, was ich da erlebt habe, wie ich mich gefühlt habe, was ich mich gefragt habe, das habe ich alles im Märchenschloss der Lügen verpackt. Okay, sehr gut. Und jetzt aktuell bist du ja einer der Verräter. Anna Karina hat dich ja da nochmal nachnominiert, gell? So ist es. Aus dem Loyalen wurde ein erpresster Verräter. Wie ist es denn? Wie ist es so, als Verräter ein Verräter zu sein? Wie fühlst du dich da? Also es ist in erster Linie bin ich froh, konnte ich ruhig schlafen. Das war wirklich ein großer Teil, der einem zugute kam, weil ich habe die erste Woche, die wir da auf dem Schloss waren, als Loyaler habe ich echt nicht viel geschlafen, nicht gut geschlafen, weil ich die ganze Nacht Pläne gemacht habe, aufgeschrieben, was wäre, wenn, wer hat was gesagt, wie passt das zusammen, wer könnte ein Verräter sein. Und als ich dann jetzt Verräter wurde, das fiel mir einfach und zwar auch gut, weil ich ja als die ganze Zeit loyal war, mich so verhalten habe, musste ich eigentlich jetzt nur so weitermachen, wie ich bisher war eigentlich. Ne? Das Problem aber, der innere Konflikt, den man wahrscheinlich auch sehr gut in meinen Blicken und meiner Reaktion erkennt, als Anna mich gewählt hat, der war, dass ich trotzdem, dass es nur ein Spiel ist, natürlich close und eng geworden bin, auch mit anderen Mitspielern, die loyal sind. Ich sage gerade mal eine Irina, die mir bis heute auch wahnsinnig ans Herz gewachsen ist, in diesem Spiel, wo wir uns kennengelernt haben, in einem Spiel, wo es darum geht, nicht zu vertrauen, aber wir sind alles nur Menschen und es ist klar, dass Emotionen aufkommen. Das kann man sich so vorstellen. Stell dir vor, du spielst 2 Wochen Mensch, ärgere dich nicht. Natürlich werden Emotionen aufkommen.
Ja, natürlich, klar. Ja, und Anna-Karina, am Anfang hat sie dich ja wirklich ganz bösartig sozusagen, kann man sagen, angelogen. Wie steht ihr zueinander jetzt? Vertraust du ihr da wirklich noch oder wie ist euer Verhältnis geworden mittlerweile? Ich vertraue Anna. Anna ist tatsächlich, wenn ich das so sagen kann, eine der wahren Loyalen in diesem Spiel, auch wenn sie eine Verräterin ist im Game. Das kann ich schon mal so vorweg sagen. Aber ich muss auch sagen, sie hat mich nie angelogen. Nee, Im nicht wirklich. Spiel. Nee, nee. Nee, weil ich habe auch am Anfang, mir war klar, selbst wenn Anna eine Verräterin wäre, könnte ich sie niemals verraten. Selbst wenn ich die Aufgabe des Loyalen, es ist natürlich, die Verräter rauszufinden. Aber deswegen da haben wir es auch neulich auf Kreuzfahrt noch davon gehabt und auch im Podcast zu den Verrätern. Die ersten Male habe ich sie auch am runden Tisch nie angeguckt, auch nach der Wahl, weil ich vielleicht auch gar nichts sehen wollte. Und sie meinte, sie hat mich nicht angeguckt, auch während der Auswahl, wer jetzt welche Rolle kriegt, weil sie sonst wahrscheinlich einen Lachkrampf bekommen hätte, wenn sie mir in die Augen geguckt hätte. Okay. Ja, und am runden Tisch, wie gesagt, da fallen die Entscheidungen, da waren die Verräter sozusagen, oder wurden die ersten drei Verräter zumindest mal da nominiert. Und dann ist natürlich die Aufgabe, entsprechend die Verräter eigentlich zu verbannen sozusagen. Ne? So Genau, und ganz das grob, genau. funktioniert ja auch mit persönlich aufschreiben, den Namen auch begründen. Das ist schon noch ein Stück und auch ein krasser Prozess. Alle haben das gehasst, die Minuten kurz vor dem runden Tisch, als wir in Spalier gewartet haben, dass es losgeht. Das waren die unangenehmsten Momente in dieser Show, weil man wusste, hey, jetzt wird's ernst. Und einer von uns hier in der Runde, trotzdem, dass wir alle misstrauisch waren, war es ja trotzdem auch so eine Gruppe. Und einer wird heute jetzt nicht mehr mit dabei sein. Okay. Ja, Hat also schon. zwei Folgen haben wir noch, Folge 5 und Folge 6. Also 5 ist, glaube ich, morgen dran, am 12. Richtig, Oh, ja. nee, nicht am 18. So, genau, 18. Genau. Oktober und dann die nächste noch. Wie spannend wird's noch? Was kann's verraten? Also ich kann euch nur sagen, ich war ja selber mit dabei bei dieser Show, ein Teil auf jeden Fall. Und ich habe alle Folgen bereits schon geguckt. Und es ist krass, wie wirklich von Folge zu Folge die Spannung steigt. Das auch ein Riesenlob ans Produktionsteam, das haben die so gut geschnitten, dass man gar nicht aufhören kann, wenn man eine Folge fertig geguckt hat. Auch trotzdem, dass ich ja vieles davon selber miterlebt habe. Es wird nur noch krasser, es wird nur noch spannender. Also seid gespannt und ich kann es euch wirklich ans Herz legen. Es ist eine Sendung, die jetzt nicht üblich, ich sag mal, Trash-TV ist, so, sondern man muss sich reinversetzen, man muss ein bisschen denken, aber wenn man einmal drin ist, auch als Zuschauer, dann kommst du davon nicht mehr weg, weil dich das so fesselt und das ist echt gelungen, glaube ich, auch dem Produktionsteam im Schnitt, der ja auch immer viel ausmacht, den sie aber gut gemacht haben. Ich bin sehr dankbar. Da kann man ja vieles verändern, das weißt du ja auch als Mundmedienprofi. Richtig, richtig. Wie anstrengend waren denn die Dreharbeiten so insgesamt für dich? Mental anstrengend vor allem. Ich habe das auch gemerkt, immer wenn ich emotionalen Stress habe, nehme ich ab. Und ich habe auch in der Show irgendwie in diesen 2 Wochen, glaube 5 Kilo abgenommen, Okay. weil einem einfach irgendwie auch der Hunger vergeht, wenn man ein schlechtes Bauchgefühl hat. Bei mir wirkt sich so stressextrem darauf aus. Ist ja auch nicht der Normalzustand. Aber das ist halt schon intensiv, weil du diese Ungewissheit hast. Du weißt nie, überlebst du den nächsten Tag? Holen sie dich jetzt ab und bringen dich zum Frühstück? Das sagen sie dir auch nicht. Niemand verrät, was als nächstes kommt. Du hast null Ahnung. Oder ob du jetzt im Flieger gesetzt wirst, die anderen nie wieder siehst und ermordet wurdest und heimgehst. Das weißt du alles nicht. Und diese Ungewissheit, die frisst schon, weil auch nachts habe ich mir dann sehr viele Gedanken gemacht. Und dann irgendwie die erste Woche auch nur 4 Stunden gepennt, irgendwie jeden Tag. Also, der psychische Druck ist die größte Herausforderung, die einen aber rückblickend auch stark macht und wo ich auch sehr viel mitgenommen habe. Wenn man jetzt einen Song hört,
Märchenschloss der Lüge. Kann man da schon ein bisschen so raushören, wer vielleicht am Ende übrig bleibt oder wer der Verräter ist oder wie auch immer? Naja, also ich will jetzt auch da noch nicht zu viel sagen, aber man sollte sich den Song mit jeder Folge nochmal neu anhören und es sind auch Rätsel drin versteckt. Also ganz genau hinhören und mehr sage ich nicht. Wie Sonja das immer zu uns gesagt hat, hört genau hin, denn alles hat eine Bedeutung. So auch der Song. Also den müsst ihr euch unbedingt reinziehen, liebe Freunde hier von Promi-Geflüster und natürlich auch darüber hinaus. Genau. Wie heißt es bei dir so schön? Ich liebe euch alle. Genau, da Ist hast du vielleicht auch eine gute Botschaft. jetzt hast du auch schon das erste Rätsel damit mit diesem Abschlusssatz gelöst. Das wissen wir jetzt auch, weil die Folge draußen ist. Darf ich das sagen? Ich liebe euch doch alle. Das waren die Worte von Florian, bevor er rausgewählt worden ist als Verräter in seinem Unschuldsplädoyer. Und das war auch ein bisschen bei uns in der Gruppe, bei den Verrätern, unter den Kandidaten, der Insider. Niemand durfte irgendwie ab dann noch sagen, ich liebe euch doch alle, weil das so der Au-Verräter. Okay. Ja, also dranbleiben auf alle Fälle. Ende Oktober am 25., wenn ich es jetzt so richtig rechne, oder 25., glaub sowas, dem Dreh rum ist es. Ja, genau, um den Dreh, ja. Ja, dann wissen wir die des Rätsels Lösung. Ja, Genau. ganz genau. Tja, dann wollen wir mal sehen. Jetzt aber sind es wirklich nur noch Wahrheiten, die du jetzt sprichst, genau. Was Ich wird bin sich sehr froh drum, ja. Genau, was wird sie für dich denn jetzt so in naher Zukunft noch tun? 2024 gibt es, glaube ich, auch wieder eine neue Show. Es wird natürlich die ganzen Live-Auftritte findet ihr auch auf meiner Webseite vincentgroß.ch alle aufgelistet, den ganzen Sommer wieder Festivals und ich kann sagen, ich habe ja mein Label geschlagert und nächstes Jahr wird auch wieder sehr viel geschlagert und es wird vielleicht auch einen kleinen Exkurs geben, ein paar Jährchen zurück in den Schlager von damals, und zwar in die Klassik. Okay. Ja, da sind wir auch schon gespannt. Geschlagert, wie kam es eigentlich da drauf? Das ist ja auch so ein Wort, geschlagert. Ich habe letzte Weihnacht tatsächlich, habe ich eins der ersten geschlagert war, da hatte ich irgendwie am Morgen vom 24. War ich auch hier, genau wo ich jetzt sitze, im Studio und hatte irgendwie Lust, mal Last Christmas zu produzieren, weil ich halt sehr gerne auch einfach Schlagerbeats mache und produziere. Und dann habe ich das Last Christmas mit einem Beat unterlegt und habe dann geschrieben, ja, so würde Last Christmas geschlagert, also auf Deutsch mit Beats klingen. Und das kam so gut an, dass ich mich dann an weitere Hits, internationale Hits gewagt habe oder auch aus dem Rap-Bereich, die funktionieren fast am besten und habe dann TikTok-Videos und Instagram-Videos gemacht, wo ich große Hits in meinem Style, pardon, Erkältung noch, in meinem Style geschlagert habe. Und das hat sich irgendwie als Brand eingebürgert und die Videos sind auf TikTok echt viral gegangen, von Capital Bra über Apache, die Millionen Aufrufe haben insgesamt. So kam ich dazu und weil ich ja eh mein eigenes Label jetzt gemacht habe, mich für den Schritt entschieden habe, habe ich gedacht, was passt dazu? Schreiben wir doch drauf, was drin ist. Sehr Schreiben wir gut, sehr gut. geschlagen. Glückwunsch dafür, ne, dass das so gut Vielen Dank. einschlägt. Ja. Ja. Hast wirklich eine Lücke sozusagen entdeckt und ich glaube, das braucht man auch. Und es braucht auch irgendwo immer wieder die Zeit. Ich meine, ich weiß ja, du bist jetzt auch schon ein paar Jahre mit am Start und gehst wirklich deinen Schritt gut nach oben und das ist auch gut so, ne? Danke, das freut mich, das auch von so einem langjährigen Begleiter in den Medien zu hören. Danke. Nee, doch. Also das hat was. Und wie gesagt, ich meine, alles braucht seine Zeit. Und wie gesagt, dann ist es umso schöner, wenn man dann die Früchte sozusagen dann wieder ernten kann, um Ja, daran anzuknüpfen. Ja. und auch gerade, dass sowas mit dem eigenen Label, mit der zweiten Single wie mit Uso passiert, hätte ich, sowas wünschst du dir als Künstler, aber da wagt man sich doch nicht, das vorherzusehen, weil der Song ist innerhalb von kürzester Zeit so viral gegangen, auf den ganzen Medien repostet worden. Ich habe es ins griechische TV geschafft mit dem Musikvideo. Also, ich kriege auch jetzt aus der ganzen Welt Videos,
wie Leute dazu anstoßen, tanzen, auf Santorini, Dänen. Ein dänisches Pärchen hat mir ein Video von ihrer Hochzeit geschickt, das war der Hochzeitssong dort. Okay. Und alle haben dazu dann getanzt. Ganz verrückt, was da abgeht. Ich bin dankbar und freue mich vor allem, dass der Song so durch die Decke gegangen ist. Nee, also das war wirklich ein richtiger Ohrwurm, kann man sagen. Ne? Und dann gibt es noch diesen Bonner Snotchas, Nachos, genau. Genau. Was ja nicht ganz stimmt, ne? Richtig. Ich habe viele spanische Freunde, weil mein bester Kumpel mit einer Spanierin verlobt ist. Und das ist da der Insider geworden. Ich rede halt kein Spanisch und die Worte, die betone ich immer schlecht. Und da habe ich aus Spaß mal gesagt, ja, also Buenos Nachos. Und die fanden das so witzig, dass ich da gedacht habe, ja gut, mache ich einen Song dazu. Und ja, ist immer noch lustig. Viele verstehen den Spaß immer noch nicht und schreiben mir, ey, dass dein Management das nicht gemerkt hat. Das ist auch völlig falsch. Und das ist ganz lustig. Finde ich interessant. Was ich jetzt allerdings, jetzt komme ich wieder ein bisschen zu Insidern, was ich mal wieder gesehen habe, denn als ich den Song, den neuen Märchenschloss der Lügen bekommen habe, stand im Untertitel oder in den Zeilen drunter, wer Komponist und Text und so weiter und Produzent, Claudio Pagonis unter anderem mit. Ja, Kenne ich sehr genau. Kennst gut, du ihn? guter alter Freund auch, ja, aus Ach, Köln, cool. ja. Genau. Wahnsinnig toller, einfühlsamer, nicht nur Produzent, sondern auch Vollblutmusiker. Gerade bei so emotionalen Texten. Ich hatte die Nummer, den Text habe ich eigentlich fast komplett selber gemacht, aber er sollte es ursprünglich nur produzieren, aber ich habe gespürt, weil ich sehr viel auch über die Show mit ihm geredet habe und über das Emotionale, was dahinter gesteckt hat, auch in den zwischenmenschlichen Verbindungen mit Irina etc. Und er hat das so empathisch entgegengenommen, dass ich mit ihm dann eigentlich den Feinschliff dann auch noch gemacht habe und ihn gefragt habe, hey, wie würdest du das formulieren? Und so, das war eine wahnsinnig schöne Zusammenarbeit, sehr schnell. Aber sehr intensiv und schön, ja. Ja, also die ersten Begegnungen mit ihm, das war damals auch im Europapark. Da hat er im Background bei einem Künstler mitgesungen. Ich frage mich jetzt nicht mehr, wer es war. Das wusste ich gar nicht, Ja. ja. Und von da war eigentlich ein guter Kontakt. Und ich habe ihn auch in Köln ein paar Mal besucht. Und Ja. gut, klar, jetzt in letzter Zeit ist wieder ein bisschen weniger gewesen, Die aber Jahre, so, die die Liga. Freundschaft ist immer noch da und das finde ich ganz gut. Und für alle, denen der Name jetzt nichts sagt, ich wette, dass ihr ihn mindestens einmal schon gehört habt, wenn ihr bei Obi einkaufen gegangen seid, weil er die offizielle Sprecherstimme ist von allen Obi-Filialen. Also wenn Kleblaminat für nur 3,99 € verkauft wird, hört ihr Claudio. Genau. Deutsche Sprecher, Okay, phänomenal. das wusste ich jetzt allerdings auch nicht. Aber okay, sehr gut. Ja. Ja. Nee, bei dir steht jetzt noch was im Pressetext drin hier, Sing mein Song. Richtig, was ein toller Exkurs. Ich war bei Sing Mein Song Switzerland, beziehungsweise die Aufzeichnung hatten wir schon. Das Ganze wird dann ausgestrahlt Anfang März, glaube ich, in der Schweiz auf 3 Plus. Und das ist auch so eine tolle Erfahrung gewesen. Ich trete ja sonst eigentlich immer nur alleine auf, entweder mit den Instrumentals, mit meiner Musik, mit den Beats auf der Bühne beim Mischprogramm oder bei meiner eigenen Tour mit Gitarre und Piano mit dabei. Aber dort habe ich erstmals so richtig alle Songs mit Band gemacht Okay. und mir auch jegliche kreative Freiheit genommen für die Interpretation. Also nicht nur Schlager, auch sehr viel, aber auch mein Exkurs in andere Genres habe ich da gewagt und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. So eine tolle Runde. Und ich glaube auch, einen meiner nächsten Releases für das Frühjahr wird ein Song sein, den ich im Rahmen von Sing Mein Song geschlagert habe. Weil ich den so Geschlagert, abfeiere. Also, ja. es ist Sehr ein gut. Song von einem Schweizer Künstler, aber ich habe nicht viel gemacht. Ich habe einen Beat dahinter gepackt, das auf Deutsch übersetzt von Schweizerdeutsch. Und war mir sicher, das ist ein Party-Hit. Und alle bei der Produktion haben dazu abgefeiert. Das war der Song, der bei der Aftershow-Party lief und alle haben dazu mitgesungen, auch wenn natürlich nicht alle ganz Schlagerfans sind. Bei dem haben sie alle gesungen.
Prima. Prima. Klingt gut. Jetzt noch was ganz anderes. Wenn du jetzt dann schon auch bei RTL da jetzt mit drinne hängst und drinne steckst, wie muss man fragen? Kannst du dir vorstellen, auch in den Dschungel zu gehen? Aktuell nicht, ehrlich gesagt. Da habe ich Respekt vor. Ich finde es spannend, verfolge das auch immer so. Aber ich glaube, vorerst waren die Verräter gut. Let's Dance würde ich mitmachen. Da wäre ich direkt am Start. Okay. Das traue ich auf alle Fälle auch zu. Dann wird es bestimmt gut vorankommen. Ja, ist auch wieder eine Herausforderung. Das ist ja, ich kenne es nur, ich war bei der Schweizer Edition, Darf ich bitten, heißt das, war ich mal mit dabei. Das ist natürlich im viel kleineren Rahmen gewesen. Aber das macht Spaß, ist intensiv und die Schweizer Show ist jetzt auch schon 4 Jahre her und ich müsste echt mal wieder ein bisschen Tanzlektion nehmen. Okay, sehr gut. Ja, große Schritte kommt natürlich auch wieder die Weihnachtszeit natürlich, ganz klar. Ist ja nicht mehr lange hin. Knapp 2 Monate noch. Da haben wir es doch schon fast wieder das Jahresende geschafft. Wie sieht's bei dir aus? Hast du Ruhe dann bis dahin oder noch viel Stress vor dir? Wir haben noch volles Programm. Es ist immer so, ich denke mir immer so, ja, bis Ende Oktober, November wird es ruhiger, aber irgendwie haben wir trotzdem immer was. Also es läuft durch, aber Heiligabend, da lassen wir die 5 gerade sein. Da ist mir immer Familienzeit und da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. Vom letzten Auftritt, den ich am 23. Dezember habe in Rothenburg, jedes Jahr am Weihnachtsmarkt, bringe ich meiner Familie zu Heiligabend dann immer Alpaka-Wollsocken mit. Ja, dann so der nächste Winter kommt bestimmt. Ja, gut, dann haben wir es doch schon fast wieder geschafft. Viel Wahrheit. War auch eine Lüge dabei. Das müsst ihr jetzt rausfinden, liebe Freunde. Also glaub, nicht, dass ich wirklich wüsste. Also Pinocchio wäre die Nase länger geworden, aber nee, war eigentlich nichts. Ich habe auch nichts gemerkt, auch keine roten Bäckchen. Alles gut. Also in diesem Sinne, schaut kräftig nochmal die Verräter und natürlich nicht vergessen, Promi-Geflüster auch immer wieder einzuschalten, denn dann erfahrt ihr, was auch mit Vincent Groß passiert. Der ist hier bei uns schon Stammgast, der gehört dazu, zur großen Promi-Geflüster-Familie. Freue ich mich immer wieder, wenn wieder was Neues von dir zu hören ist. Vielen Dank an dich. Danke. Ja, an den Zuschauern jetzt, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und Schlusswort gebe ich dir jetzt. Ich sage Dankeschön. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald bei einem Auftritt mal wieder. Vielleicht kommt gern live vorbei und abschließend werde ich die letzten Worte meines Songs Märchenschloss der Lügen sagen. Ich liebe euch doch alle. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.